So folks, Ruined Station is about as big as it is creepy. Maybe we can find a ship to stow away on and... Whoa. What is this? A new ship from RSI. Whoa. Oh shit. You want how much for this thing? It's a damn prototype. Yeah, exactly. Ain't nobody else got one. What, you throw a brand new coat of paint on this, and you'll be good. And the reds, my friend, squeaky clean. What the hell is that? Is some kind of ambush or something? Oh, this is no ambush, right? That will be a rodent or something. Rodent? This place is... You think I'm stupid? Ah, no, you're smart. Very smart. This is a smart deal. Tell your man to stand down, or I'm gonna blow your goddamn head off! Hi there. Just looking for the bar. I think that's Jax McCleary. How you doing? Boys! We've been hacked! Kill him! I was up so well. Beyond all my body, my very last words, McCleary. Jimmy, because it's ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum nächsten IAE-Special, heute mit Robert Space Industries und natürlich mit der neuen RSI Galaxy, über die wir gleich ausführlich nochmal sprechen werden. Ich habe ja gestern schon das News-Video dazu gemacht, schaut da gerne mal rein, ich verlinke es euch im angepinnten Kommentar. Da war eigentlich ja 90% von dem, was ich euch jetzt gleich nochmal kurz erzähle, schon ganz ausführlich drin. Wir haben noch ein paar weitere Infos bekommen und es läuft auch aktuell noch das Q&A zur Galaxy. Das wird, ich weiß nicht, wann sie soweit sind, also sie sammeln artige Fragen, auch das verlinke ich euch im angepinnten Kommentar, schaut da gerne rein, liked die Fragen, die euch auch interessieren und schreibt auch gerne selber noch ein paar Fragen mit dazu. Und dann werden wir mal sehen, was dann hier entsprechend ja, von CRG rausgesucht wird und beantwortet wird, sind einige sehr interessante Sachen mit dabei. So, ich würde auch sagen, wir fangen direkt an mit der neuen Galaxy. Ich weiß, die interessiert euch natürlich auch am allermeisten und ihr werdet überrascht sein, wer sich noch nicht informiert hat, sie ist besser als gedacht und das meine ich auch im Sinne von Preis-Leistung. Also, das neue, ja, große Raumschiff von Robert Space Industries, wir liegen hier etwa auf Carrack-Niveau, es ist ein bisschen kleiner, ne? So 10–15% kleiner als eine Carrack, aber nichtsdestotrotz ein wirklich großes Multicrew-Raumschiff, was modular wird. Wir haben drei modulare Teile, also drei Module quasi, einmal das Cargo-Modul, einmal den Medbay und einmal die Raffinerie und wir wissen nun also auch, es wird noch weitere Module geben. Welche das sind, wissen wir noch nicht. Vielleicht sagen sie was im Q&A dazu. Denkbar ist ja alles Mögliche. Also ein Exploration-Modul wäre denkbar, ein, weiß ich nicht, ein Kräutergarten wäre möglich, ein, weiß ich nicht, ein vielleicht Torpedowerfer-Modul, ein Bombenmodul wäre möglich und vielleicht auch ein Zellenmodul, das man irgendwie gefangen transportieren kann. Pipapo, da ist der Fantasie quasi keine Grenze gesetzt, aber aktuell gibt es eben nur diese drei und die sind aber schon ziemlich gut. Wir schauen mal ganz kurz uns diese Module an. Das ist das Cargo-Modul. Und da ist es eben so, wir haben im Cargoraum im Prinzip hier diese Frachtebene, sind wir gleich noch weiter unten und können hier, also diesen Frachtfahrstuhl und können hier quasi Frachten ein- und ausladen. Wir wissen jetzt auch, dass es hier wirklich ein richtiger Fahrstuhl ist, also der fährt wirklich runter bis zum Boden und wieder rauf und wir haben hier eine Frachtvorrichtung, nämlich diese Traktorstrahlen, mit dem man dann die Kisten innerhalb des Frachtraumes bewegen kann, auf diese Rampe stellen kann oder auch übereinander stapeln kann. Das zweite Modul ist das Krankenhausmodul und da sage ich euch noch ein bisschen mehr zu. Lagen war auch schon bei der Vorab, bei dem Vorab-Video von gestern, wo ich eingeschätzt habe, wo ich denke, wie es sein könnte. Eigentlich 100% richtig, goldrichtig quasi. Es ist nämlich genauso, wie ich es auch schon im Video vermutet habe. Und das Raffinerie-Modul, auch das genauso, wie ich es vermutet habe. Aber da gibt es noch ein paar weitere Infos gleich. Hier haben wir jetzt jedes dieser Module mal ganz einzeln. Wir fangen mal an mit dem Cargo-Modul. Wir haben immer hier hinten, dass ihr wisst, wo wir sind. Wir sind quasi in der Mitte vom Schiff. Ne? Hier hinten ist der Hangar. Und hier vorne geht es dann im Prinzip ja in den normalen Schiffsbereich, in diesen Bauch weiter rein oder in diesen Vorderbauch weiter rein. Wir haben diese Traktorkräne, wie ich gerade schon sagte, die man eben dann hier oben rum bewegen kann und damit die Kisten vernünftig stapeln und verladen kann. Wir haben einen Lastaufzug, das ist der in der Mitte hier, ne, den wir auch hier im Bild schon gesehen haben, da. Und wir haben darüber hinaus noch die Kapazität, die ist noch auch bekannt, nämlich 512 SCU. Das Interessante dabei ist, wir können mal kurz in die Broschüre reingucken, dazu komme ich aber gleich nochmal. Hier haben wir den normalen Frachtraum mit 64, das ist das, was im Hangar ist. Rechnet man jetzt beides zusammen, dann kommt man auf exakt die gleiche Kapazität wie einer Caterpillar, nämlich 576 SCU und damit ist sie also auf dem genau gleichen Frachtniveau wie eine Caterpillar, was schon ziemlich nett ist, muss man sagen. Man könnte fast denken, es ist eigentlich zu klein, denn das Schiff ist ja teurer, und zwar rund 50 € teurer. Und das, obwohl es auch Konzept ist, wird das noch teurer werden später. Aber das ist eben immer der Haken bei Modularität. Wir können viel wechseln, aber wir müssen eben immer einen Kompromiss machen. Wir müssen zumindest mal in Kauf, dass wir eine größere Crew brauchen oder ein größeres Schiff haben, höhere Betriebskosten haben und so weiter. Der Medbay ist ähnlich. Wir haben drei Betten der kleinsten Stufe, wie ich schon vermutet habe, das sind diese kleinen hier, ja, 3 Stück. Wir haben 2 Betten der Stufe 2 und wir haben ein Bett der Stufe 1, also das höchste Bett, das wir können also alle Verletzungen mitteilen. Wir haben hier ebenfalls diesen Lift, den haben wir auch schon gesehen, in dem Medic-Modul, wo wir also auch dann Leute rein und raus transportieren können oder auch Kisten und so weiter. Und hier geht es dann wieder hinter zum Hangar. Das Raffinerie-Modul ist ganz klassisch gehalten. Wir haben hinten hier eine Konsole, wo wir alles einstellen können. Wir haben 2 Kerne, also sie sagen jetzt 2 Prozessoren. Und wir haben hier diese Mineralien-Extraktionsgeschichte, wo quasi von unten dann die Prospector- oder Mole-Behälter ausgesaugt werden und in die Raffinerien verteilt werden. Das ist interessant, denn wir haben ja die MISC Expense und die MISC Expense hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, 6 oder sogar 8 Kerne für die Raffinierungsleistung, 6 oder 8 Stück. Hier haben wir nur 2, aber hier reden sie nicht von Kernen, sondern von Prozessoren. Nun ist halt dieses Ding, wie meinen sie das eigentlich? Also wie effektiv ist denn dieses Modul verglichen mit der MISC Expense? Glücklicherweise wird genau diese Frage hier auch gestellt, irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Relativ weit oben auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das Ding ist, da müssen wir mal abwarten, was das Q&A sagt. Es sieht aktuell so aus, als wäre dieses Modul schlechter als die MISC Expense. Könnte aber auch einfach nur daran liegen, dass es falsch interpretieren. Will ich jetzt nicht zu viel sagen. Müssen wir mal gucken. Auch hier gibt es so einen kleinen Aufzug. Das ist der hier, wo wir dann entsprechend runtergehen können. Jedenfalls scheint es so zu sein. Schreiben sie es nicht mal getrennt, aber irgendwie muss man ja diese Frachten bewegen. Gut, kann auch sein, dass sie sagen, nö, das ist kein Aufzug, wobei man sieht ja immer an der Grafik so ein bisschen, ja, dass es schon irgendwie ein Aufzug sein müsste. Aber vielleicht sagen sie auch, nee, es ist kein Aufzug, du musst das da hinten bringen in den Hangar und dann dort in das Schiff verladen. Weiter geht's mit noch ein paar schönen Bildern, die kennen wir größtenteils schon. Hier haben wir noch die Brücke. Das ist der Hangar, ne, quasi von außen rein fotografiert. Hier passen locker 4 von diesen kleinen MPUVs quasi übereinander, gar kein Problem. Also 1, 2, 3, 4 theoretisch. Es ist ein XS-Hangar, das heißt, es passen alle Size 2 Schiffe hinein. Alle. Das heißt, es passt sogar eine Prospector rein, es passen quasi alle Jäger rein. Im Prinzip könnt ihr gucken, hier im DPS-Kalkulator, könnt ihr hier auf Schiffe draufklicken. Wo haben wir es hier? Chips. Da. Und könnt ihr hier oben rechts auf Size Filter 2 stellen. Und dann seht ihr hier, was da alles reinpasst. Eine Hurricane, eine Mantis, Saber Comet, eine Scorpius, eine Terrapin passt rein, eine Vulture passt rein. Also unglaublich groß. Und auch alle Size 1 entsprechend passen rein. Und auch alle Size 0 Vehikel, also alle möglichen Fahrzeuge, pipapo, dürften da reinpassen. Muss man halt irgendwie reinkriegen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es gewisse Vehikel gibt. Die sind vielleicht Teil 2, sind aber trotzdem zu groß für den Hangar. Das wissen wir noch nicht zu 100%. Die Sache ist aber die, CRG hat ja so eine Art Maßstabssystem und da, wo XS draufsteht, passt eben laut ihrem System alles rein, was auch Size 2 ist. Vielleicht ein bisschen eng, vielleicht muss man ein bisschen aufpassen mit diesen Kanten hier, aber sollte gehen. Der Frachtraum ist eben hier nur 64 SCU, also haben wir quasi hier einen 32er Container-Slot quasi und hier nochmal einen. Nach oben stapeln können wir die nicht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ja, wie sinnvoll das ist, wenn theoretisch kann ich ja hier alles vollstopfen mit Containern, ich kann die ja selber reinstellen, dann kann ich die Fracht halt nicht wirklich sichern, aber ich will es mal so formulieren. Wir hatten ja schon bei der Valkyrie früher 0 SCU und da haben sie später gesagt, okay, wir können jetzt doch hier ein bisschen was reinstellen, das wird doch mit gesichert. Es ist durchaus möglich, dass sie hier später sagen, okay, wir geben euch auch Möglichkeiten, diese Waren manuell zu sichern, dass sie nicht im Schiff hin und her fliegen. Und dann müsste sie halt entsprechend dann zum Verkaufen vielleicht rausladen. Das werden wir alles sehen. Das ist ein komplexeres Thema, will ich jetzt nicht so groß machen, aber ich würde aktuell davon ausgehen, wenn das Schiff rauskommt, haben wir hier entsprechend die 64 SCU, die offiziell drin sind. Und was ich darüber hinaus noch reinstelle an Containern und ich selbst noch befestigen kann, käme noch on top. Und da wäre hier jede Menge Platz, muss man sagen. Auch wenn es kein offizieller Frachtraum ist. So, noch mehr Bilder. Ja, das kennen wir schon, ne? Ist ganz nett. Nochmal die Optik hier, wunderschönes Schiff, ein wunderschönes Schiff. Wir haben aber noch viel, viel mehr. Hier mal die ganze Galerie mit 11 Bildern und da gibt es noch ein bisschen was Neues. Das kennen wir schon von dem Video von gestern, das ist hier das Captains Quartier mit Blick auf die Brücke. Links das Badezimmer und Schlafzimmer, links und rechts hier vorne gibt es ein Crewquartier und davor ungefähr hier auf der Ebene, links ist die Küche, rechts ist der Billardtisch. Das wäre dann das hier. Ja, und das ist hier dann der Gang direkt vor zur Brücke. Das ist nochmal diese Aufnahme vom Mining, wo das unten eben eingesaugt wird von diesen Traktorstrahlen. Das ist eine coole Technik, ist allerdings auch begrenzt. Also wir können maximal 2 parallel sammeln. Ich weiß nicht, wie zu Expense, ich will mich das auch nicht aus dem Fenster lehnen. Warten wir mal das Q&A ab, was sie da dann genau uns erzählen. So, das haben wir schon gesehen. Hier nochmal der Hangar, auch mit der Pisces passt da rein, überhaupt kein Problem. Und was wir jetzt noch sehen, und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ist, wir haben wohl mehrere Zugänge. Also wir haben hier einmal, das ist jetzt das Frachtmodul, offensichtlich, das ist der Aufzug, der Lastenaufzug, wo also auch ein Fahrzeug, ein Rover zum Beispiel, easy Platz hat. Und wir haben direkt davor einen weiteren Aufzug, der ist für Personen gedacht. Schauen wir uns dazu nochmal kurz das von gestern an, wo ich euch schon hier gezeigt habe. Dann sehen wir, dass wir hier eine gelbe Fläche drin haben, wo dann diese Leiter nach oben ist. Und ich nehme an, dass das hier genau dieser Aufzug ist, der also bis runter fährt und bis hoch, bis rauf quasi in die Brückenebene. Wir haben darüber hinaus nochmal hier einen gelben Slot und hier nochmal einen gelben Slot. Es kann sein, dass das hier also Aufzüge sind, die innerhalb des Schiffes fahren oder auch sogar im Zweifel bis ganz nach unten fahren können. Wissen wir nicht genau, davon gibt es leider keine Aufnahme, aber zumindest sieht es doch sehr danach aus und insofern wissen wir es also auch, wie wir ins Schiff reinkommen. Und ihr seht auch hier an dem zweiten Bild dahinter, da ist genügend Platz für 2, 3 Personen, also es ist ein normaler Personenaufzug. Ja, ansonsten, die Bilder kennen wir alle schon, haben wir schon gesehen. Reden wir mal über die Stats. Wir haben 110 Meter Länge, 60 Meter Breite, 22 Meter Höhe. Dass ihr davon eine Idee habt, nehmen wir uns nochmal ganz kurz hier eine Carrack, denn die kennt ihr ja oder könnt ihr euch auch im Spiel angucken. Die ist 126 Meter lang, also ja, ein kleiner Unterschied, ne? Die ist 74 Meter breit, also nicht, ne, ein bisschen breiter, was aber vor allem an diesen Flügelchen liegt von der Carrack, dass die halt sehr weit nach außen stehende Türme auch hat und 30 Meter hoch. Natürlich ist die Galaxy nicht ganz so hoch, die hat ja auch weniger Decks logischerweise, also es kommt schon in die Richtung hin, ist halt nicht ganz so groß. Crew ist als 6-Personen-Crew angegeben, logischerweise, haben wir schon drüber gesprochen und wir wissen jetzt auch, was für Waffen es konkret sind, nämlich 3-mal ferngesteuerte Remote-Geschütztürme. Das heißt, wir haben hier einen Remote-Geschützturm, da einen Remote-Geschützturm und hier unterm Schiff nochmal einen weiteren. Wer genau die steuert, wissen wir nicht, vermutlich auf der Brücke, vermutlich auch, ich gehe mal davon aus, dass auch der Pilot vielleicht den untersten steuern könnte, denkbar wäre das, aber Das ist noch eine Zukunftsfrage quasi. Und wir haben auch Raketen, nämlich wir haben 4x Size 2 Raketen in 2 Raketen-Racks drin. Das ist also jetzt nicht viel, ne? Es ist relativ schwach eigentlich, weniger als der Constellation hat, aber doch immerhin ein bisschen Raketenkram. Hangargröße XS wie gesagt, und wir haben hier, und das ist noch wichtig, nur einen Size 3 Schild. Dazu müssen wir noch ganz kurz hier reingucken. Wir haben hier generell Size 3 Komponenten eingebaut, also wir reden hier schon weiterhin von Carrack Niveau, aber eben nur dieser eine Schild Size 3, das ist halt sehr, sehr wenig. Gucken wir uns andere Schiffe an, wie eine Carrack zum Beispiel, haben wir, wo haben wir es da? Hier 2 Size 3 Schilde oder auch eine Aegis Redeemer zum Beispiel hat 2 Size 3 Schilde. Oder die RSI Constellation Andromeda zum Beispiel, die hat einen Size 3 Schild. Ich suche ihn gerade. Da ist er. Das heißt, dieses wirklich große Schiff, vergleicht sie nochmal mit den Werten von der Constellation. Die ist mehr als doppelt so groß wie eine Constellation. Um einiges mehr. Hat aber gleichzeitig nur dieses eine Size 3, also das gleiche Schild. Schon die Frage, ist das gut gebalanced? Nun, es soll halt nicht für den Kampf sein, aber ich finde trotzdem, persönliche Meinung von mir, 1 heißt 3 Schild zu wenig. Da müssten sie doch mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal eine Zwischenebene einführen. Ein Size 3,5 Schild vielleicht oder irgendwie sowas. Oder bei der Constellation runtergehen auf Doppel-Size 2 oder 3x Size 2. Ich weiß es nicht. Bin ich ein bisschen unzufrieden mit einem Size 3 Schild. Das ist ja so schnell weg, wenn du da angegriffen wirst, bei der großen Hitbox auch. Ja, es ist kein Kampfschiff, aber naja, ob sich das gut verteidigen kann, ist dann damit quasi die Frage fast schon beantwortet. Gut, es gibt noch Panzerung, ich weiß, aber dazu gibt es keine Infos. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieses Schiff eine besonders starke Panzerung hat. Ne? Also da wissen wir gar nichts von. Gut, was ist noch zu sagen? Natürlich reden wir noch über den Preis. So, erstmal schauen wir uns kurz den Dollarpreis ohne Steuern an, den ihr theoretisch bezahlt, denn alles andere liegt ja immer an der Währung und so weiter und so fort. Und da haben wir für die Basisvariante, das war's weg, Galaxy, für die Basisvariante $380. Wichtig dabei, diese Variante ist ohne jegliches Modul. Also wenn ihr ein Upgrade macht, dann kriegt ihr das Schiff ohne jegliches Modul. Wirklich, wirklich wichtig. Es gibt keine Versicherung hier dazu, nichts Besonderes, es ist wirklich nur das Raumschiff. Wir haben die Module hier, die können wir einzeln kaufen. Ihr seht die Preise. Die sind also dann, naja, gar nicht mal so teuer, wenn man es mal zusammenrechnet. Ne? Also wenn ich das Frachtmodul einbaue zum Beispiel, dann bin ich, glaube ich, da relativ gut dabei preislich. Wir zahlen trotzdem eine ganze Ecke obendrauf für diese Modularität. Die kostet also etwas, sind aber trotzdem preislich, glaube ich, in dem Segment ja, zwischen der Carrack und zwischen der Caterpillar angesiedelt. In dem Rahmen. Was kosten die Schiffe jetzt in Euro mit den jeweiligen Modulen? Im Prinzip immer etwa 500 Euro. Die Frachtversion ist die günstigste mit 498, die Krankenhaus ist die teuerste mit 516 und die Raffinerie mit 510, die genau in der Mitte. Also ihr seht, nimmt sich eigentlich alles nicht allzu viel. Das ist hier jeweils die Warbond-Version. Und dann machen wir eine auf, beispielhaft, und sehen hier, wir bekommen das Frachtmodul, die lebenslange Versicherung, natürlich logischerweise, und einen Industriehangar. Das gilt für alle drei. Wir haben auch noch die Variante ohne Warbond, also die, wo ihr auch theoretisch mit Storkets kaufen könnt, nämlich einmal für 540, 564 und 552, also knapp 10% teurer, kann man also auch machen. Das Problem ist hier, wenn wir jetzt die Warbond-Version kaufen würden, nicht diese hier, sondern quasi die hier, ja, also ohne irgendwelche Module mit dabei, dann haben wir das Problem, dass diese Module hier leider keine LTI haben. Die gibt es nicht mit LTI, die gibt es faktisch nur mit 120 Monaten Versicherung, es sei denn, ihr kauft sie gleich mit dazu, bei den Packages hier oben. Das ist sehr, 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 sehr blöd gelöst, denn es sorgt jetzt endlich dafür, dass wir, und das ist so ein bisschen meine Kritik an der Sache, wenn wir Concierge-Skins haben wollen und wenn wir LTI haben wollen, dann müssen wir zwingend im Prinzip das Komplettpaket kaufen. Ja? Oder, naja, ich weiß nicht, wir kaufen halt den Skin extra, würde auch noch gehen, der kostet 15 Euro. Aber ansonsten ist es alles sehr, sehr problematisch. Also das Komplettpaket beinhaltet eben alle Sachen. Ne? Wir haben die Galaxy dabei, wir haben hier die lebenslange Versicherung, den Hangar und alle drei Module. Und den Concierge-Skin für 637. was ziemlich günstig ist, muss man sagen, wenn man sich mal die einzelnen Preise anguckt für die Module. Ne? Also wenn ich jetzt hier die Frachtversion zum Beispiel nehme mit 500 mal gerundet und dann lege ich hier nochmal knapp 200 Euro drauf für die anderen beiden Module, dann bin ich ja schon bei 700 Euro plus den Skin bin ich bei 720 Euro roundabout. Und hier kriege ich quasi, ja, fast, also nicht ganz, aber fast 100 Euro oder 90 Euro Rabatt mit diesem Complete Package. Das ist schon ziemlich attraktiv, muss man sagen, aber wir können darauf nicht upgraden. Wie gesagt, beim Upgrade gibt es nur die normale Version ohne jegliches Modul, was ich wirklich schade finde. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist wirklich schade. Es gibt noch die normale Version ohne diese Concierge-Skins, für alle, die nicht Concierge sind, gleicher Preis, fehlt halt nur der Skin. Und auch noch die Variante ohne Warbond-Rabatt, auch einen Ticken günstiger als einzeln zu kaufen, wie ihr seht. Aber auch hier könnt ihr halt nicht upgraden. Das heißt, für Warbond-Ketten-Nutzer wie mich oder vielleicht auch viele von euch, ist das Schiff tatsächlich sehr unattraktiv damit geworden. Denn wir können mit Warbond-Ketten im Prinzip das Basisschiff uns holen. Also im Prinzip diese Variante hier, ne, für 380 plus Steuern. Aber die Module müssen wir trotzdem einzeln kaufen. Und auf die kann man auch nicht upgraden. Also auch das geht nicht. Also da gibt es gar keine Möglichkeiten leider. Haben sie uns einen dicken Stein in den Weg gelegt, was ich wirklich nicht verstehe, warum man nicht einfach sagen kann, wir können auf die Varianten hier oben upgraden. Das hätte ich gerne gemacht. Also von mir ist auch ohne Warbond. Also so quasi auf diese drei hier. Wieso kann ich nicht auf diese drei upgraden? Das wäre wirklich viel, viel besser gewesen. Andererseits, es ist wie gesagt trotzdem preis-leistungstechnisch aus meiner Sicht völlig okay. Es ist gut eingepreist, es kostet viel, aber es ist verhältnismäßig zu anderen Schiffen jetzt nicht übermäßig krass teuer. Und auch nicht billig oder so. Ne? Welche Module ihr euch holt, ist am Ende eure Sache. Meine persönliche Empfehlung wäre jetzt erstmal, überlegt euch, was ihr haben wollt, nehmt das mit und die anderen Module könnt ihr ja dann später einfach im Spiel kaufen. Das wird noch lange dauern, bis das Raumschiff da ist. Mal gucken, ob sie dazu was mit Q&A sagen. Und ich denke mal, dann kann man diese ganzen Module hier auch easy im Spiel kaufen, genauso wie alle anderen, die dann noch hinzukommen werden. Ob man damit jetzt Frachten transportieren sollte, ist wieder eine andere Frage, aber na gut. Ja, ansonsten ist nicht viel zu sagen zu diesem kleinen PDF hier noch. Da habt ihr nochmal die Module einzeln drin. Die Frage ist vielleicht noch, was wäre jetzt ohne Module? Und dann ist es so. Also wenn ihr jetzt die Version kauft ohne Modul, dann habt ihr einfach dann einen leeren Raum, ne, wo man dann das Modul reinpacken kann. Ihr könnt trotzdem durchlaufen, es ist dann kein Loch im Schiff oder so. Das ist, dafür haben sie schon gesorgt. Sollte also an sich kein großes ja, Problem sein. Ein wunderschönes Raumschiff mit tollen Features, mit einer super Modularität. Ich selber werde meine Apollo wahrscheinlich upgraden darauf und Module werde ich mir, glaube ich, gar keins kaufen, persönlich, weil, naja, ich sag mal, ohne LTI, ohne mich in dem Fall, dann hole ich es mir halt einfach dann im Spiel irgendwann. Ne, das wird möglich sein, die werden auch nicht teuer sein. Ihr wisst ja, was ein Bodenfahrzeug kostet oder so. Oder was generell eine Cutlass Black kostet, die viel, viel krasser ist als so ein ganzes Modul. Ich nehme mal an, dass die wirklich easy peasy zu kaufen sind, nicht viel kosten, da kannst du einfach tauschen. Alles Weitere erfahren wir dann erst im Q&A und werden mal sehen, ja, was sie da noch für Antworten geben. Ich bin gespannt, was die Raffinerie dann sagt, was auch zum Beispiel, wie lange dauert es eigentlich, diese Module dann zu wechseln. Das wird alles nur vage wahrscheinlich beantwortet werden. Mal gucken, ob das heute schon da der Fall ist. Im Stream gucken wir uns an, um 16 Uhr kommt dann gerne mit rein. Wir verlosen auch eine Galaxy und bei mir könnt ihr euch aussuchen, welche Version ihr haben wollt. Also ihr kriegt hier quasi eine von den dreien plus diesen Concierge-Skin. Das ist das Giveaway, läuft noch bis zum Ende der IAE durch, kommt da also gerne rein, holt euch ein paar Tickets und dies und das und dann der Gewinner darf dann sagen, welche er haben möchte. So, ja, soviel mal zu diesem neuen Raumschiff. Guckt gerne mal in das andere Video rein, was ich euch unten verlinkt habe. Da ist nochmal ein bisschen in die Details, wie die einzelnen Decks, wo sie so ein bisschen durchlaufen und so weiter. Das haben wir ja alles schon gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen. Wir kommen jetzt mal hier zurück zu RSI, denn auch hier gibt es noch weitere sehr, sehr coole Schiffe. Da haben wir nämlich einmal die Mantis, das ist der Quantum Jammer und Quantum Snare. Also das Vehikel ist dazu da, um andere zum einen daran zu hindern, wegzuspringen und zum anderen kann man damit auch noch rausziehen aus dem Quantum Drive, was ziemlich nett ist. Für eine Person, ne? Singleplayer-Schiff. Die Orion, das große Mining-Schiff von RSI, eine riesige Industrieanlage für Mining mit eigener Raffinerie an Bord, mit großem Frachtraum, mit Mining-Drohnen, mit Präzisionslasern und dies und das. noch ganz, ganz weit weg. Wir haben noch keine Ahnung, wie deren Mining-Mechanikern im Detail aussieht. Das wird noch Jahre dauern, bis das mal im Spiel ist, vermute ich. Aber ein schönes Schiffchen auf jeden Fall. Die Perseus, ja, ein Schiff, was sehr cool ist, aber auch schon lange, wo wir lange nichts mehr gehört haben. Im Prinzip ein Anti-Capital-Schiff. Das heißt, wir haben hier große Size 7 ballistische Kanonen drauf. Hier 2 Stück und hier unten nochmal 2 Stück drunter unterm Schiff. Wie so ein Kriegsschiff quasi gebaut. Und das kann dann Hammerheads wegpusten oder auch mal eine Idris wegballern. Dafür ist das Ding gebaut. Auch ein Multicrew-Schiff für, ja, 3, 4 Personen. Naja, je nachdem, wie viel man dann braucht für Multicrew und Engineering-Gameplay. Aber auf jeden Fall hier einer, der den Turm steuert und hier unten noch einer plus Pilot. Mindestens 3, vielleicht auch mehr. Na, werden wir dann sehen. Die Polaris ist das große, ja, Raketenboot, eine große Korvette, ein Capital-Schiff tatsächlich von RSI. Und das ist auch das Schiff, das letzte, auf das ihr noch upgraden könnt. Also alles, was dann größer ist und teurer ist, ist nicht mehr upgradebar. Hier geht es darum, große Mengen an Torpedos rauszuballern und eben auch Großkampfschiffe aufs Korn zu nehmen und wegzuballern. Hat einen eigenen Hangar, ist ein richtig cooles Vehikel. Die Scorpius kennen wir schon, oder kennen die meisten wahrscheinlich auch, ein schwerer Jäger, der letztendlich einen großen Turm oben drauf hat, also für 2 Personen konzipiert ist. Wir haben ein paar Raketen mit dabei und es hält viel aus, es macht sehr, sehr viel Schaden und ist relativ mobil im Spiel. Ein sehr, sehr guter 2-Personen-Jäger. Großer Rover, ein normales Bodenfahrzeug für alles Mögliche, leicht bewaffnet, kann ein bisschen Exploration machen, kann auch Frachten und Personen transportieren. Ist so ein Allrounder, der gerne genutzt wird für alle möglichen planetarischen Einsätze. Dann haben wir noch die Apollo Medivac und Apollo Triage. Das sind die Medic-Schiffe. Die Medivac ist das gleiche wie die Triage. Im Endeffekt ist nur die Panzerung ein bisschen besser und sie hat noch ein paar Raketen, aber kaum der Rede wert. Das Schöne hier ist, diese Schiffe sind modular gebaut. Das heißt, ihr könnt also den Medic Bay verändern quasi. Ihr könnt sagen, ich möchte viele Tier 3 Betten haben oder ein paar Size 2 Betten oder ein Tier 1 Bett haben. Also ihr könnt euch quasi darauf einstellen, wie, ja, welche Mengen ihr an Leuten helfen wollt später. Wir haben auch Medic-Drohnen und ja, das wird man noch sehen, ist noch ein bisschen entfernt leider. Dürfte aber auch, denke ich mal, nächstes Jahr durchaus online gehen. Im Endeffekt ist das Ding wie eine Constellation, nur halt für Medic-Gameplay. Dann haben wir die Aurora-Reihe, die CL, das ist die Frachtversion, mit ein bisschen mehr Frachtraum als die anderen. Wir haben die ES, das ist die, die gar nichts hat. Ist auch die billigste, das ist das günstigste Schiff im ganzen Spiel, $20. Günstiger geht es quasi nicht. Wir haben die Aurora LN, das ist die aufgemotzte Kampfversion mit extra Raketen. Wir haben die Aurora LX, die hat ein bisschen mehr Treibstoff dabei und so ein Scanning-Modul. Die kann ein bisschen Exploration machen. Und wir haben die MR, die kennt ihr alle, das ist die Standardversion aus dem Game Package. Und dann noch die Constellation-Reihe, dann haben wir die Andromeda, das ist die, ja, Raketenboot-Variante, Kanonenboot-Variante mit starken Lasern, mit vielen Raketen, ein Multicrew-Schiff für 3, 4 Personen ungefähr und so ein Allrounder eigentlich mit Frachtraum, hat hinten einen Dogfighter dran, die kleine Merlin, hat einen OSA-Rover-Platz auch noch mit drin und ja, netten Innenraum, eigentlich alles, was man braucht für das aktuelle Spiel und auch für später so ein richtiger Multicrew-Allrounder. Die Aquila, das ist die Explorer-Variante und eigentlich die vielfältigste. Sie hat genau dieselben Waffen drauf, hat aber ein bisschen weniger Raketen. Sie hat nur einen Turm. Achso, habe ich vergessen. Die Andromeda hat 2 Türme, ne? Oben ein Geschützturm und unten einer. Die Aquila hat nur unten den Turm. Der obere Turm ist eine Scanning-Einrichtung, denn sie soll Exploration machen können. Das Schöne hier ist, hier wird die Merlin mitgeliefert und der OSA Rover. Das erklärt auch den Preisunterschied. 240 zu 310. Wenn du jetzt hier mal $50 drauf rechnest, bist du bei 290. Da ist noch $20 Unterschied zum Schiff. Denn wie gesagt, der Rover ist hier gratis mit dabei und hier nicht. Hier ist nur die Merlin mit dabei. Dann haben wir noch die Phoenix. Das ist ja die limitierte Version. Da müssen wir dann um 9 Uhr nochmal gucken, ob noch eine da ist. Denn um 9 Uhr ist die letzte Welle davon. Warum auch immer das Ding limitiert ist. Das ist die Luxus-Transport-Version. Da kommt ebenfalls ein Dogfighter mit, nämlich die Archimedes, die hinten dran hängt. Und der Lynx Rover. Der ist noch nicht im Spiel. Aktuell ist es noch der Ursa, aber wird später dann der Lynx Rover sein. Hat auch beide Türme und ist aber ganz anders aufgebaut. Hat so ein Luxus-Yacht, Design quasi, im Innenraum, Passagierquartiere, ist quasi wie so eine Mini 600i, könnte man sagen. So, und die Taurus ist dann die Frachtversion, die ist länger, die ist einen Ticken größer, hat nur den oberen Turm, der untere Turm ist ein Traktorstrahl und sie kann hier, wie viel kann die eigentlich mitnehmen? Also die drei hier haben jeweils 96 SCU, kann ich mal nochmal sagen, und die hat 172, also knapp das Doppelte. Das Schöne hierbei ist, ihr habt wirklich eine Menge Platz für Fracht. Haken ist, es gibt keinen Rover dazu und es gibt auch keine Merlin. Aber sie hat dafür hinten eine Schmuggelebene, wo man so ein bisschen was schmuggeln kann, was dann besser abgeschirmt ist vor eventuellen Scan-Leuten. So, und dann die Galaxy, über die haben wir gerade schon gesprochen. Und dann sind wir auch hier schon soweit durch. Naja, noch nicht ganz. Wir haben noch ein Warbond-Upgrade, nämlich die Mantis. Das Ding ist allerdings, die Mantis lohnt sich tatsächlich nicht für unsere Ketten jedenfalls. 150, 140, also 10 Euro billiger, aber sie beißt sich mit der Prospector. Und da hatten wir auch schon 10 Euro Rabatt. Wer das verpasst hat, kann sich die Mantis noch holen. Alle anderen können die ignorieren. Eigentlich, es lohnt sich nicht, da irgendwie jetzt reinzugehen. Mal gucken, was dann heute bei Best in Show noch kommt oder dann morgen zum Finale an Warbonds. Ja, ansonsten vielleicht noch ganz kurz zu Warbonds. Wer sich jetzt diese Galaxy kaufen möchte, der wäre quasi preislich ungefähr hier in dem Segment und würde also dann 100 aktuell, wenn er alle Warbonds hat, 110 Dollar sparen, bekäme also die Galaxy für 270 Dollar. Das ist eigentlich ein guter Deal, knapp ein Drittel gespart. Mal gucken, was noch hinzukommt an Warbonds. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch das ganz einfach machen und kauft euch dann einfach, also die bleibt noch im Shop drin, ne? Die wird noch bis Mitte Dezember im Shop bleiben, könnt ihr dann einfach ganz entspanntes Upgrade holen, nachher, wenn dann die ganzen Warbonds durch sind, also müsst ihr nicht hetzen. Ja? Also das ist morgen raus, aber das hier bleibt drin. So, und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Messe und schauen nochmal kurz rein, was uns RSI da alles Schönes hingestellt hat. So, und da sind wir auch schon auf dem Messegelände. Ich habe noch was Wichtiges vergessen, ist mir noch eingefallen. Das Loaner-Schiff für die RSI Galaxy ist eine Carrack. Ne? Also wenn ihr das Schiff kauft, habt ihr eine Carrack, bis irgendwann das Schiff fertig ist. Und inklusive bei der Carrack ist ja auch der OSA Rover und die Pisces. Also ihr kriegt quasi 3 Schiffe vorübergehend, bis das Schiff da ist. Also, einmal die Constellation-Reihe hier vorne direkt und die Mantis und die Scorpius. Dann gibt es rechts nochmal eine weitere Mantis und die ganze Aurora-Reihe. Und unten haben wir dann die 4 Concept-Raumschiffe Apollo, Triage, Polaris, Galaxy und Perseus. Ja, schauen wir mal kurz drüber, wie die Schiffchen aussehen im Spiel. Sind wirklich ziemlich groß hier, die Constellations. Die Connies, muss man sagen, sind ganz, ganz tolle auch Einsteigerschiffe für Fortgeschrittene. Also die auch öfter mal Multicrew machen, die auch Bock drauf haben, die gerne mal was Größeres fliegen. Ich erinnere mich noch damals, 2018, als ich das erste Mal in der Constellation eingestiegen bin. Das war ein unglaublicher Moment, einfach in dieses Schiff reinzugehen und diese Größe zu spüren und diese Trägheit und damit rumzufliegen. Das war so geil. Das kann, glaube ich, jeder nachfühlen, der das erste Mal in so ein Schiff reingegangen ist. Ach, noch einmal jung sein. Noch einmal jung sein und diese Zeiten nochmal erleben. Wirklich toll. Guckt es euch mal an. Wir gehen mal ganz kurz in eine rein, nur mal symbolisch, weil die sind eh innen drin. Ah, wobei, nee, wir gehen nicht in die rein. Wir gehen in die Phoenix rein. Die sind alle eigentlich ansonsten innen drin gleich. Es nimmt sich im Grunde genommen nichts. Die Taurus ist ein Ticken länger, wie ihr hier seht. Ne? Die ist ein bisschen verlängert durch einen größeren Frachtraum, aber im Grunde genommen immer das gleiche Schiffchen. So, gehen wir hier mal an Bord bei der Phoenix. Das ist ja eh eigentlich die besonderste Version von allen, denn sie hat diesen Luxus-Transportkram hinten drin und ja, ist eigentlich dadurch ziemlich nett. Leider halt limitiert. Ich hoffe, das fällt irgendwann weg. Ich finde das so albern, dass so ein Schiff limitiert ist. Sorry, finde ich so schwachsinnig. Aber gut, das ist halt CRG. Das ist die Brücke. Hier in ganz, ganz tollen Farben in dem Fall. Sieht auch überall anders aus. Also leicht andere Farben immer da eingebaut. Sieht ein bisschen aus wie so eine Schwarzlicht-Disco. 3 Sitze haben wir bei allen Constellations. Einen Pilotensitz und 2 Co-Pilotensitze für ja, irgendwelche Assistenzgeschichten. Können nicht die Geschütze bedienen. Die müssen bemannt oder befraut werden. Also hier in dem Fall beide. Der untere Turm und der obere Turm. Ich bin gerade wie geflasht von dieser tollen Beleuchtung hier. Die ist wirklich grandios toll. Sehr, sehr cool. Ansonsten hier ein paar Komponenten-Slots und so, aber nichts Berauschendes hier auf der Brücke. Im Innenraum haben wir hier das wunderbare Klo, das kennt ihr schon mit dem Kackloch, da fehlt halt alles noch. Das muss mal hier ja, redesigned werden. Wir haben hier so ein Sofa, wir haben ein Tischlein, das wird mal irgendwann überarbeitet. Ne? Das kommt noch. Ein paar Schränke haben wir, Waffenracks und wir haben 4 Betten, die auch gleichzeitig die Escape-Pods sind. Also das kann man zumachen dann später und dann sich raussprengen und ist in Sicherheit. So, von hier aus geht's dann. Achso, wir haben noch eine Luftschleuse, die ist auch bei allen Constellations, wo man oben aufmachen kann. Theoretisch, ja, geht sogar auf. Und dann kommt man hier in den Sternenhimmel quasi rein. Ich mach's mal wieder zu, denn das Licht von außen stört hier irgendwie diese Atmosphäre im Schiff. So, gehen wir mal weiter in die Luxusebene. Normalerweise, die anderen Constellations haben das hier Frachtraum und diese Frachtebene, wo man so einen Fahrstuhl quasi hat und da runterfährt und da auch mit dem Fahrzeug drauf kann. Hier ist es ganz anders. Hier haben wir ein wunderbares Treppchen und wir haben dann unsere Crew-Quartiere. Ja, einmal da, ja, das ist recht klein. Das Bett ist sehr, sehr gemütlich, finde ich. Das sieht wirklich schön aus. Und ein Aquarium noch mit dabei. Leider keine Fenster. Noch ein Bildschirm ist mit am Start. Die Betten sind immer gleich. Also das sind 2 von diesen Quartieren. Ja, nur 2 leider, muss man sagen. Einmal nochmal hier drüben gespiegelt, auch ohne Fenster. So, wenn es hier rumgeht, da kommt man in diese Lobby, wo dann die Passagiere sitzen können. Also 2 Sitze, 4 Sitze und nochmal 2 sind 6 insgesamt. Ein schöner Glastisch mit ein paar Karten drauf und einem schönen Logo, einer wundervollen Bar und einer Öffnung oben mit Glas zum Sternenhimmel. Sieht wirklich, also ich muss sagen, die Beleuchtung hier, die ist gerade richtig geil. Ist das neu? Das habe ich heute im Stream oder gestern im Stream gar nicht so gesehen, da sah es ganz anders aus. Ist vielleicht auch einfach nur ein Grafik-Bug, aber es gefällt mir. Oder? Das sieht richtig cool aus. Ja, also eine schöne große Bar, wo man auch ein bisschen was zu essen sich zubereiten kann. Und dann hat man dort einen sehr, sehr schönen Glastisch, wo dann entsprechend alle futtern können oder ein Getränk zu sich nehmen und sich unterhalten können. Viel Glas verbaut generell. Man hat tolle Aussicht hier in der Lobby. Wirklich, wirklich schön gemacht. Ja. So, dann haben wir noch einen Whirlpool, das ist dieser hier, der geht aber noch nicht, der ist noch verschlossen, noch zu zementiert, ebenfalls mit Fenster und so eine kleine Wohlfühl-Oase quasi, die sie hier eingebaut haben. Und wir haben noch die Suite, ja, das große Ding, ist aber hier nur ein Bett und sonst gar nichts drin, ist ein bisschen sehr leer noch. Ne? Ihr merkt hier, das Schiff ist schon älter und generell die Constellation-Reihe ist sehr, sehr stark in die Jahre gekommen. Da wird es Zeit, mal ein Gold-Standard-Rework rauszuhauen und nochmal ordentlich drüber zu bügeln, nachzubessern, um die Dinge auch auf das Niveau von aktuellen Schiffen zu bekommen. Teilweise hat man das Gefühl, eine Corsair von Drake hat teilweise mehr Luxus, an manchen Stellen jedenfalls, als diese viel zu teure Constellation Phoenix. Ja, aber sieht trotzdem geil aus. So, hier hinten geht es dann in den Heckbereich. Das ist bei allen Constellations dann wieder gleich. Also einmal hier eine Komponentenebene. Mal kurz mit Licht an. Ne, so ein kleiner Maschinenraum. Und abgesehen von der Taurus haben dann alle hinten ihre Merlin oder in dem Fall ist es die Archimedes angedockt und können dann da auch einsteigen, sich abdocken und losfliegen. Denkt dran, Docken ist aktuell verpackt, also gar nicht erst probieren, Finger weg davon. Die Taurus hat hier eine Schmuggelebene mit 6 SCU, die man da reinpacken kann und dabei nicht entdeckt wird. Und auch die Constellation Phoenix hat noch eine wunderbare Kleinigkeit, nämlich auch einen Frachtraum und auch eine Rampe für Fahrzeuge, auch an der ähnlichen Stelle wie bei anderen Schiffen, nämlich hier. Da kann man eigentlich einen Fahrstuhl rufen. Ich rufe nochmal hoch. Ja, das sieht man nämlich eigentlich gar nicht, das ist schön versteckt. Ja. Aber wenn man weiß, wo er ist, geht man quasi hier drauf und kann dann einfach runter in diesen Frachtraum gehen. Und ja gut, er ist gerade runtergefahren worden. Ist aber nicht so tragisch. Also das ist der Frachtraum. Ich kann jetzt hier auch mal rausgehen. Ne? Der ist eigentlich auch ziemlich nett, muss man sagen. Das ist ziemlich cool gemacht. Ein Rover passt auch drauf. Ist kein Problem. Ne? Auch andere Frachtmengen passen hier drauf. Ganz normal, wie bei allen anderen Constellations auch. Nimmt sich da im Grunde genommen nichts. Jetzt mache ich doch nochmal ganz kurz was. Ich will halt nicht, dass es zu lang wird, aber wir gehen nochmal ganz kurz in eine beliebige andere Constellation. Wir gehen mal in die Taurus. Taurus nehmen wir. Wenigstens nochmal da kurz das Heck zeigen. Das ist dann ne, bei allen anderen Constellations auch so. Da haben wir hier eine, in dem Fall vergrößerte Frachtrampe, weil es eben die Taurus ist. Und wenn wir da hochfahren, dann seht ihr im Innenraum, dass wir da ganz anderes Design haben. Wir haben oben solche Raketenslots drauf. Ja? Wir haben an den Seiten so eine Reding um den Frachtraum herum. Oh, wie gut das hier einfach gerade beleuchtet ist. Lol. Wie gut das hier aussieht. Scheiße. So, Und das ist dann eben dieser ganze große Frachtbereich. in dem Fall bei der Taurus, bei der, wie gesagt, bei der Aquila ist es genau das gleiche, nur ein bisschen kürzer, bei der Andromeda auch, alles komplett identisch. Und wir haben an den Seiten hier nochmal so eine extra Luftschleuse, wo man raus kann aus dem Schiff, wenn man möchte, und auch da sicherlich Ship-to-Ship-Docking machen können wird. Ja. Und hier, komm, wir gehen mal kurz hier vor, da sieht er wieder, da ist es wieder genau gleich wie bei allen anderen auch. Ne, Brücke, alles Standard. So, haben wir hier raus und schauen mal rüber auf die andere Seite, denn da ist noch die Mantis und auch die kleinen Auroras stehen da rum. Da muss ich da lang. Für wen ist die Constellation-Reihe interessant? Ich würde persönlich sagen, die Constellation ist für alle interessant, die Lust auf Multicrew haben, entweder alleine mit NPCs oder mit einer richtigen Menschengruppe. Es ist immer zu bevorzugen, mit anderen Menschen zu spielen, wird ja auch ein MMO, aber ihr werdet verschiedene Möglichkeiten haben, das auch auszugleichen durch NPCs. Die Constellation-Reihe ist halt so eine Explorer-Serie, so ein bisschen Allrounder, Daily Driver. Sie bietet viel Komfort und ist sehr robust und ein richtiges Arbeitstier, wirklich schönes Schiff, auch wenn es mir optisch nicht gefällt, so richtig, aber das ist schon eine tolle Serie, die sie da haben. So, die Auroras brauchen wir, glaube ich, nicht groß durchgehen, die kennen die meisten und ihr habt sie ja eh als Einsteiger, als Startschiff wahrscheinlich oder was in der Richtung. Es sind halt kleine Starterschiffe. Ne? Wir können hier an den Seiten öffnen, so, und dann können wir auch an Bord gehen. Open Door, ja, könnt da reingehen theoretisch und da ist ein Sitz drin, rechts ist ein Bettchen, ist bei allen genau das gleiche. Ach komm, eine gehen wir rein, in eine können wir mal reingehen, zack. Ja, hier, Stühlchen, ist kein Luxusding, es ist ganz billig und ohne Schnörkeleien gemacht. Hier das Bett, hinten drin zum Ausloggen und das war's. Einen Frachtraum gibt es auch noch, der ist hinten dran so ein bisschen, so ein kleiner Container quasi, der hier glaube ich auch noch gleich drin hängt. Der kommt irgendwann noch, so ein bisschen wie bei der Mustang auch gemacht. Und dann hast du da entsprechend deinen Frachtraum. Das kommt hier unten quasi so dran. So, und die sind halt unterschiedlich equipped, also mehr Treibstoff, die hier zum Beispiel, mehr Treibstoff, mehr Frachtraum, bessere Bewaffnung, hier vorne die Aurora LN, ne? Mehr Raketen. Ihr könnt vieles auch wechseln, ihr könnt Waffen noch dran bauen, ist da ein Stück weit modular, also quasi, und dann könnt ihr gucken, was ihr damit anfangt. Es ist halt wirklich das erste Schiff, was man eigentlich im Spiel hat, ne? Als ganz großer Neuling. Die Mantis ist auch ein Singleplayer-Schiff und die hat ein paar Besonderheiten. Ich zeige es euch mal kurz von außen. Ist eigentlich ganz nett. Ist sehr Star Trek-artig gebaut, was irgendwie lustig ist, ne? RSI hat Star Trek-artige Schiffe und Star Wars-artige Schiffe. Tja, nun, so ist das Leben manchmal. Das ist ja wirklich wie so eine Mini-Enterprise mit diesen Gondeln. Auch die Constellations haben solche Gondeln dran. Und die neueren Schiffe haben das irgendwie gar nicht mehr. Wer weiß. Vielleicht machen sie irgendwann, ich könnte es mir fast vorstellen, nochmal so ein großes Rework für die Constellations, wo sie die Gondeln wegpacken und ach, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Bettchen drin. Wir haben ein Klo mit Dusche. Oh, das war schon offen angeblich. Warte, nochmal. Ein Klo mit Dusche. Nee, ohne Dusche, Entschuldigung. Dusche gibt es, glaube ich, gar keine hier. Aber wir können es ja duschen mit diesem Spritzer hier, denn der spritzt uns quasi in den Po. Ne? Können wir auch die Stärke einstellen, die wir gerne haben wollen. Lower und High. Ist halt zum Sauermachen, ne? Logischerweise. Es ist so ein kleines Starterschiff, mehr oder weniger. Es ist vor allem ein Spezialschiff, denn wir haben hier einen Quantum Jammer und einen Quantum Snare drin. Hier noch das Cockpit. Und mehr ist hier auch nicht zu sehen. Ich erkläre euch kurz, während wir in die Holos rumlaufen, was es damit auf sich hat. Die Mantis ist aktuell das einzige Raumschiff im Spiel, was sich irgendwo hinstellen kann, den Quantum Snare aktiviert und alle Schiffe, egal ob Freund oder Feind, die dann in die Nähe davon kommen, und mit Nähe sind 20 Kilometer gemeint, die werden aus dem Quantum Drive rausgezogen und können dann auch nicht mehr weiter springen, bis die Mantis entweder das ausschaltet oder zerstört wird. Das heißt, die Mantis wird extrem wichtig werden, zum Beispiel in 3.18 für beispielsweise ja, Piraten-Gameplay, um Frachter rauszuholen aus dem Quantum Drive an einer strategisch wichtigen Position oder auch später für Kopfgeldjagd und viele andere Bereiche. Es ist aber davon auszugehen, dass noch viele andere Schiffe eine ähnliche Funktion bekommen, vielleicht nicht ganz so stark, aber doch in diese Richtung gehend, um einfach auch da diese Quantum-Unterbrechungen machen zu können. Eine Kat das Blut zum Beispiel kann das auch, sie kann zumindest mal den Quantum dämpfen. Das heißt, du kannst also nicht mehr springen, aber rausziehen kann ich aktuell nur die Mantis. Mal gucken, wo dann da die Reise hingeht. So, und jetzt schauen wir uns mal hier die Bodenfahrzeuge an. In dem Fall ist es der RSI Ursa Rover, ein kleines Allround-Fahrzeug mit schönem Innenraum, wie ich finde, und einer kleinen Heckklappe. Also man kann von beiden Seiten rein. Das hier ist auch Frachtraum. Man kann hier diese Sitze hochklappen. Upsala, das wollte ich nicht. Ich wollte es auch nur hochklappen. So, Close. Und da hast du hier entsprechend Platz für Kisten. Ne? 4 Stück passen hier rein, glaube ich. Und, oder waren es 2 SCU? 1, 2, das können sogar 4 sein. Und vorne ein Doppelcockpit. Ja. Ganz klassisch, ganz easy. Ein bisschen gepolstert an den Seiten. Ist so ein Mondfahrzeug. Ein wirklich nettes Mondfahrzeug, wo man so ein bisschen erkunden kann, ein bisschen rumfährt, die Gegend auskundschaftet und dann Daten sammelt und diese Daten dann zum Schiff bringt. Natürlich gerade vor allem da interessant, wo beispielsweise Raumschiffe nicht landen können vernünftig oder wo sie durch Wirbelstürme oder andere Wettereffekte einfach zu Schaden kommen. Und dann kannst du da vielleicht unten durch mit dem Rover fahren. So, last but not least haben wir noch unsere Holos und das sind diese hier. Da haben wir einmal die Apollo, man kann es kaum erkennen irgendwie, das ist die Apollo, das Medic-Schiff in 2 Versionen, wie gesagt, wird es geben, mit einem modularen, austauschbaren Krankenbettsystem und mit Drohnen später mal. Eine schöne Schiffsreihe, wie ich finde, eine wirklich nette, kann man sich überlegen. Ich werde meine wahrscheinlich einschmelzen oder upgraden zur Galaxy. Dann haben wir hier die Polaris. Das ist so das Größte, was RSI aktuell im Petto hat, neben dem Bengal Carrier später mal vielleicht. Das ist das große Raketenboot mit großen Torpedos, speziell also als Anti-Capital-Schiff zu sehen, kann alles wegbomben. Ja. Muss aber entsprechend auch geschützt werden, denn es wird sehr anfällig sein für kleinere Bomber oder für Jäger und wird sich dann nur schwierig verteidigen können, wenn da mehrere ankommen. Das heißt, du brauchst das. Also das ist wirklich ein Flottenschiff, das wird alleine nicht viel ausrichten können. Das ist keine Idris, ne? Der hat auch nur einen kleinen Hangar für einen Jäger. Das ist jetzt, ne, so eine Sache. Ist halt ein Flottenschiff. Genauso wie die Perseus, die da hinten kommt. Warte mal, machen wir mal die zuerst. Da. Die eine ganze Ecke kleiner ist, die ist so auf dem Hammerhead-Niveau, wie gesagt, und wird halt andere Hammerheads platt machen können durch ihre großen, dicken Kanonen oder auch eben eine Idris angreifen können oder eine Polaris und damit entsprechend so eine Art Brücke bilden zwischen der Hammerhead und der Idris. So, und dann noch die Galaxy, hier haben wir das Model. Ist das gleiche, was wir schon gesehen haben auf den Bildern. Ist nicht viel anders, sieht wunderschön aus. Hat auch so ein bisschen was vom rasenden Falken. Ist halt so lang dafür. Es ist eine Mischung, ne? Wie ein rasender Falke oder Millennium Falke und ein Sternzerstörer. Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Auf jeden Fall unglaublich toller Star Wars Look. Und hier sieht man auch, was ich vorhin meinte, ne? Dieser Gondel-Look ist eigentlich hier überhaupt nicht mehr zu sehen. Und das geht viel, viel mehr in diese, ja, Star Wars Richtung. Könnte direkt aus einem neuen Star Wars Film oder neuen Star Wars Serie sein. Ihr könnt mal eure Meinung dazu schreiben, aber in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr von diesem Schiffchen hier haltet. Und ob ihr es euch geholt habt oder nicht. Oder ob ihr ein Upgrade macht oder ob ihr noch ein bisschen wartet. Mein Tipp, wie gesagt, wäre, wartet einfach noch bis zum Finale. Das ist ja am Montag. Dann wissen wir über alle Warbonds Bescheid und können auch entsprechend das Schiff mit dem bestmöglichen Rabatt kaufen. Keine Hektik, es bleibt noch im Shop. Genauso wie die Cutter. Das heißt, auch LTI ist kein Problem, kriegt ihr alles hin mit den Warbond-Upgrades, überhaupt keinen Stress. Und die Module, wie gesagt, mein Tipp wäre, lasst sie einfach komplett weg, wenn ihr upgraden wollt. Macht euch da keinen Kopf drum, das dauert eh noch Jahre, bis das mal ins Spiel kommt, wahrscheinlich jedenfalls. Und dann könnt ihr diese Module eh im Spiel kaufen, das wird kein Problem sein. Es wird alles kaufbar sein und es ist davon auszugehen, dass diese Module auch jetzt nicht die Welt kosten werden. Und selbst wenn sie ein bisschen teurer sind, naja, mein Gott, tragisch ist es trotzdem nicht. Sehe ich jedenfalls so. Aber macht, wie ihr wollt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr da generell für Vorlieben und Vorstellungen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute um 16 Uhr mit dem Best in Show Showdown quasi. Naja, also den Best in Show Skins. Und wir haben auch heute einige weitere Warbond Specials. Einige tatsächlich. Heute gibt es, glaube ich, insgesamt 4 oder sogar 5 Warbond Upgrades. Und wir haben heute auch nochmal einige Dinge auf der Messe zu sehen. Ich bin gespannt, was wir da erleben werden. Und wir holen heute nochmal so ein paar Sachen nach, die wir in den letzten Tagen ja so ein bisschen nicht geschafft haben. Einfach, weil der Tag hat ja auch nur begrenzte Zeit. Auch die Streams sind nicht 1000 Stunden lang. Insofern freue ich mich da sehr drauf und Galaxy Giveaway geht heute entsprechend auch natürlich weiter. Bis dahin und ciao. We're 65 degrees. Last time I asked, down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?